Wir sind hier im Ortsteil Zumhof von Rudersberg und alarmiert wurden wir anfänglich durch einen Zimmerbrand. Aber auf der Anfahrt haben wir schon gesehen, dass es mehr ist als wie ein Zimmerbrand. Dadurch habe ich das Stichwort erhöht auf Wohnungs- und Gebäudebrand. Wie war die Lage beim Eintreffen? Wie seid ihr vorgegangen? Also die Lage war katastrophal. Es hat aus alle Ecken und Ritzen rausgequalmt. Am stärksten unter aus den Lichtschächten. Es war auch in den Lichtschächten unter erkennbar, dass sich dort um ein offenes Feuer handelt. Das hat man am Knistern gehört. Aber es war so eine dermaßen Hitze, dass ein Angriff, ein Innenangriff, anfänglich gar nicht so einfach möglich war. Auf der Anfahrt war deutlich sichtbar eine senkrecht hochsteigende Rauchwolke. Und deswegen war eigentlich für mich als Einsatzleiter anfänglich schon klar, das ist nicht bloß ein Zimmerbrand. Wo wir eingetroffen sind, waren die Bewohner bereits aus dem Haus. Das sind zwei etwas ältere, betagte Leute. Die eine Person, die mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde, hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Also das Erste war, dass beim Eintreten ins Gebäude keine Sicht mehr vorhanden war. Es war alles schwarz verraucht, komplett von unten bis oben unter das Dach. Auch am Dachflächenfenster oben hat man im geschlossenen Zustand gesehen, dass schwarze Rauchwolke austritt. Und insoweit war zuerst mal die Wegfindung Richtung Keller sehr, sehr schwierig. Man wusste gar nicht, wo es runtergeht. Als der Trupp dann an der Kellertür stand, hat er festgestellt, eine enorme Hitze. Und in der Zwischenzeit auch das obere Teil vom Türblatt war komplett weggebrannt. Die haben dann die Tür geöffnet, haben versucht, nach unten zu gehen, was ihnen aber nicht gelungen ist aufgrund der enormen Hitze. Zeitgleich sind von außen über die Lichtschächte Außenangriffe stattgefunden. Die wurden auch abgesprochen dann mit dem Trupp, der in den Innenangriff geht, sodass sie sich nicht gegenseitig hier behindern. Aber auch von außen war die Hitze so enorm, dass man sich direkt am Lichtschacht gar nicht aufhalten konnte. Also es gibt zwei Vermutungen im Augenblick, weil der komplette Keller ist fix und fertig zerstört. Den muss zuerst mal die Polizei genau begutachten. Wahrscheinlich die Ölheizung oder die Sauna, wobei die Eigentümerin noch im letzten Zügen gesagt hat, bevor sie abtransportiert wurde, es könnte die Sauna gewesen sein. Und im Augenblick haben wir jetzt noch Glutlöcher im Bereich der Heizung, im Bereich der Sauna. Die werden auseinandergezogen, die werden abgelöscht, kontrolliert mit Wärmebildkamera. Und deswegen sind weitere zwei Trupps im Keller unter Atemschutz. Sechs Fahrzeuge mit um die 40 Kräfte. Das ist alles aus der Gemeinde Rudersberg. Also die Tagverfügbarkeit greift hier einigermaßen. Und dann war zusätzlich die Drehleiter von Schorndorf mit alarmiert und ein weiteres Löschfahrzeug von Schorndorf. Zusätzlich immer den Atemschutzgerätewagen von Fellbach alarmiert, weil wir keine Atemschutzflasche mehr hatten. Also ist wie überall, da brauchen wir nicht rummachen. Das ist ganz normale Geschichte in den Feuerwehren. Dass wir heute annähernd 40 Leute hier auf den Boden gebracht haben, das ist super. Da kann man jedem Einzelnen nur danken und appellieren. Und vor allem auch den Arbeitgeber, dass die hier Leute freistellen, weil die sind jetzt schon 2 Stunden weg vom Arbeitsplatz. Das kommt je nach Stichwort und Tageszeit drauf an, ganz klar. Durch Erhöhen des Stichworts auf Wohnung- und Gebäudebrand wurde die Gesamtgemeinde Rudersberg alarmiert, also die Gesamtfeuerwehr mit allen Abteilungen. Und mit allen Abteilungen zusammen konnte man dann das jetzt hier mit der Tagverfügbarkeit so gut sicherstellen. Also das Schlimme ist, dass ein Saunabrand fast immer oder im Regelfall fast immer einen Kellerbrand verursacht. Und ein Kellerbrand, man sieht es jetzt hier an dem Haus, der Keller komplett zerstört, aber auch darüber liegende Räume, Wohnungen und Etagen so verrußt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar und das ist die Regel beim Saunabrand. Also Saunabrand hat jetzt nicht explizit die besondere Hitze, aber die Gefahr ist eben, Punkt 1, man kennt sich in dem Haus nicht aus, man muss zuerst mal den Weg in den Keller finden, dann die enorme Hitze da unten, weil es auch nicht viele Fenster gibt und Abluftöffnungen. Ja, und dann der Schlauch, um zig Ecken durchzuziehen, ist eine große Schwierigkeit. Wenn man das lokalisieren kann, dass das gleich von Anfang an ein Saunabrand ist, dann wäre das vielleicht relativ einfach. Aber nachdem es aus alle Lichtschächte an dem Haus extrem rausgeraucht hat und man überall das Feuer hat gehört, war die Schwierigkeit einfach die enorme Hitze.